dieser stimmungsvollen von Musik folgt als Kontrast ein völlig anderes Werk und anderer Charakter. Nämlich eine Programmmusik mit dem Titel Bande Luca. Die bekannteste österreichische Programmmusik für Blasorchester ist Tirol 1809 von Sepp Danzer. Im Wien bei Tirol 1809 werden auch im Werk Bande Luca regelrische Auseinandersetzungen musikalisch beschrieben. Der holländische Komponist Jan de Haan versucht in Bande Luca seine Gefühle zum Krieg im Betroffenen Ex-Jugoslawien zum Ausdruck zu bringen. In dramatischer Weise beschreibt er in wechselvollen Stimmungen Aggression, Konflikt, Gebet und Hoffnung, schließlich Tod und Verwüstung bis hin zu grausamen ethnischen Säuberungen der Bevölkerung in und um Banja Luka in Bosnien-Herzegowina in einem nicht enden wollenden Albtraum. Der Komponist vollendete sein Werk im Oktober 1995. Banja Luka von Jan de Haan mit dem Orchester Fösterbinde aus Egerheim Krieger und dem Dirigenten Ludwig Tova.
Thank you.